Hallo Survival-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zurück zu State of Decay, unserem Zombie-Apokalypsen-Haut-drauf-Spiel auf der Xbox 360. Das letzte Mal haben wir ja hier ein bisschen Laufbursche gespielt oder Lauf-Madame nenne ich das Ganze mal. Nämlich, wir haben hier einen ein bisschen Kragen gerettet, weil der hatte nämlich Schulden gehabt. Zombie-Horde hält auf die Basis zu. Da müssen wir sofort zurück. Ich habe da genau das Richtige dafür. Hört auf den Namen Deutsch und macht ordentlich Ram. So, fahren wir ja am besten mal hin. Naja, von euch gibt es noch mehr. Ich muss mal ganz kurz meine iChrono mal neu starten. Damit die Folge nicht zu kurz wird hier. Weil zu lang gibt es bei mir nicht. Nur zu kurz. Wir müssen mal bitte auf das Auto aufpassen. Alter Schwede. Also wenn die wüssten, was hier gerade auf dem Weg nach oben ist, ich glaube, die wären nicht mehr happy. Also wenn wir hier noch irgendwo ein anderes Auto finden, was in die Richtung... Ja, ich gebe schon Gummi. Ich gebe Gummi, ich kann nicht schneller. Ich gebe schon Gas. Ne, wenn wir hier nochmal ein anderes Auto finden, was Richtung hier Pickup geht, dann werde ich auf jeden Fall nochmal das Auto tauschen. Einfach damit wir ein frisches Auto haben. Und jetzt hier nicht mit so einer halb kaputten Möhre da schon angeknattert kommen, weil... Naja, ihr hört es ja schon. Ne? Das Auto hat die besten Tage hinter sich. Also Zombie-Schädel sind halt auch nicht hier gerade die Pudding hier. Verteidigung. Fallen sind super. Ja, sehr gut hier. Hier, kann der Quatsch, kann überhaupt nichts ausrichten gegen uns. Warte mal, hier steht noch was rum. Okay. Ich weiß, der ist nicht ganz so sicher. Aber dafür ist er neu. Hier. Wie in Forza Horizon hier. J-Turn üben. Achtung. Okay. Ging nicht ganz so gut. Hat bestimmt Allrad, der Kollege. Deswegen geht das nicht so. Tippitoppi. Gut, die Fallen haben gehalten. Das heißt, es ist auf gut Deutsch. Wir müssen uns gar keinen Stress mehr geben, oder wie? Doch, immer noch. Ich denke mal, das ist so eine kleine Bestandsprobe. Was machen die da? Hochspringen. Hochspringen über den Zaun. Das neue Hobby ist der Zombies hier. Ich bin da schon gespannt. Wie gesagt, ich habe ja hier, wo ich die Folge aufgenommen habe, da ist bei mir Dienstag, der 7. November, wollte ich schon sagen. Januar. Und ich bin schon mal gespannt, für was ihr euch entscheidet. Verteidigung. Auch diese Zombie-Welle haben wir überlebt. Also ob wir Breakdown auch noch sehen werden oder ob wir davon Abstand nehmen. Ich gucke halt hier rechts. Also aktuell sind verdammt viele Horden unterwegs. Und die Karre ist auch schon wieder fast hinüber. Genauso wie der Kollege, der hier gerade so bei unserer Linken stand. Kommt mal mit. Nächste Zombie-Horde hält auf unserer Heimatbasis zu. Der sieht gut aus, den nehmen wir mit. Der sieht richtig gut aus. Warum sieht er gut aus? Einfach, weil er neu ist. Ja, das war der mit der ganz labilen Vorderachse. Ford Crown Victoria. Ist auch ein richtig schönes Auto, finde ich. Also so für echt, so zum Rumcruisen. Du hast Platz ohne Ende. Das ist halt bei den Amis, ist das Mittelklasse ungefähr. Das ist bei uns so S-Klasse Länge. Also schon einen Tacken größer als wie die normalen Fahrzeuge. Ist aber übelst gechillt. Ich meine, das ganze FBI fährt mit den Kisten rum. Hier mit so einer Spezialeffektlackierung. Macht das Ding auch richtig was her? Oh! Es geht weiter, liebe Leutchen! Es geht weiter! Ich bin ja geschockt, überrascht und erfreut zugleich. Grüß dich! Wäre so makaber, würden die jetzt die Scheibenwischer anmachen, oder? So quick work. Nee, ich bin ja echt gespannt, was auf der Next Gen so für Zombie-Spiele kommen. Ich habe auch schon eins auf dem Radar. Da habe ich auch schon mal auf Facebook schon mal so ein kleines Video gepostet. Finde ich ganz dufte, wie das Ding aussieht. Aber Aussehen ist das eine. Gameplay ist das andere. Ja, weil wir wissen ja, alles was gut aussieht, muss nicht unbedingt sich auch gut spielen. Und gerade zu Zombie-Sachen, da erwarte ich mir schon sowas richtig Komplexes mal. Das wäre mal richtig schön. Müssen mal so richtig auf die Kacke hauen, so nach dem Motto hier, ihr kriegt das und ihr müsst überleben und ihr müsst essen und ihr müsst hungern und ihr müsst alles machen. Und du kriegst nichts geschenkt und du musst dich verteidigen und das Beste noch Multiplayer online und dann... Hör auf, meinen Schnaps zu saufen. So, ich gehe jetzt hier. Könnt mich mal. Warte mal, vielleicht sollte ich echt mal... Ich nehme mal ein Würstel mit für unterwegs. Ich nehme mal ein Würstel mit. Weil wir haben ja doch noch ein bisschen was zu essen, oder?
Ja, und da bestimmt ein bisschen was zu essen. Was sind das? Böller brauche ich nicht. Habe ich nicht noch irgendwo ein Würstel? Und wir können auch hier mal schauen. Da können wir auch was einlagern. Brecheisen, tolles Werkzeug. Nagelzieher, mit dem arbeiten wir sowieso gerade schon. Dann lagern wir den mal ein und den lagern wir ein. Wir haben sowieso einen Haufen Ruf. Das ist echt Wahnsinn. Eine Mine. Schmerzmittel. Hier, ein Snack. Nehmen wir auch mal bitte was mit. Für schlechte Zeiten. Muni lassen wir mal hier. Das Brett bleibt offen. Hier stinkt's. Ja, das muchtet auch nach einer Weile, weil die alle ihre Käsefüße irgendwo hinstellen. Hier, die Kopfwagen könnt ihr euch behalten. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt schauen wir mal, wo wir hinfahren müssen. Da hier oben müssen wir hinfahren. Wir haben auch aktuell, ihr seht's, nichts offen. Die Fallen sind super. Okay, nächste Zombie-Horde, die platt ist. Wartet mal, liebe Leutchen. Wir sollten vielleicht ein bisschen aufpassen. Wir sollten vielleicht auch Fallen wieder aufstellen. Warte mal. Da gehe ich mal ganz kurz gucken. Das ist nämlich nicht ganz geheuer, ob ich hier irgendwas machen muss. Aber ich glaube fast nicht, oder? Wartet mal. Das ist mir jetzt echt nicht geheuer, weil ich möchte schon schauen. Hört man das? Kann ich das pro machen? Ne, das ist insgesamt, ne? Okay, ne, ich sehe jetzt hier aber aktuell auch nichts weiter. Tobsüchtiger Zombie. Ne, vielleicht müssen sie sich auch komplett aufbrauchen, ich weiß es nicht. Das war die falsche Richtung. Wir machen die Tür bitte von draußen zu, Madame. Wie gewohnt, die Folge ungefähr so 30 Minuten. Für die Leute, die vielleicht das allererste Mal auf meinen Kanal vorbeischauen. Es dürften ja eigentlich relativ viele sein, weil aktuell ist Zuwachs da. Das ist Wahnsinn. Ich komme mir teilweise vor wie in Zoo Tycoon. Weil hier sprießen neue Leutchen aus dem Boden. Da weiß er gar nicht, wo sie alle herkommen. Aber ich begrüße euch alle hier an dieser Stelle. Ich schreibe natürlich nach wie vor, ne? Wer jetzt hier vielleicht schon ein paar Monate oder vielleicht schon über ein Jahr Abonnent von mir ist und gesagt hat hier, du damals, weißt du noch, damals, wo der Tom die Leutchen, die neu dazugekommen sind, alle begrüßt hat. Hat immer eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, hier, vielen Dank für dein Abo und so. Geht leider nicht bei allen, weil manche erlauben nämlich keine Nachrichten von den Anführungszeichen Fremden, sondern nur von Leuten auf ihrer Kontaktliste. Aber ansonsten mache ich das Ganze nämlich nach wie vor. Und da ist es Schnuppe, ob ich am Tag 5 neue Abonnenten dazu bekomme. Oder wie am Wochenende zum Beispiel mal 65. Oder 85, was wir sogar an einem Tag hatten. Absolut krank, was zurzeit abgeht. So, hier gibt es auf jeden Fall neue Autos. Hier gibt es auch einen Bus. Der hat schon die besten Tage hinter sich. Mal ganz kurz gucken auf der Karte. Ja, wir fahren richtig, wir fahren richtig. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Weil so von den Erfolgen her ist noch sehr viel offen. Ruhig, Brauner. Der Normal Truck hier. Da ist nämlich noch richtig viel offen. Wir können auch hier oben nochmal gucken, ein bisschen plündern. Aber erstmal schauen wir uns an. Yeah, Außenposten, nächste Zombie-Horde platt. Ne, erstmal schauen wir uns mal an, was jetzt hier eigentlich so abgeht. Weil hier vorne ist ja wieder mal so eine komische. Bitte verbarrikadiert das Ganze. Ich bringe Besuch mit. Hinkefuß und Knochenhand. Alright, here's the situation. This pass is the only way out of the valley, and the army clearly doesn't want us leaving anytime soon. So why don't we just climb it? We don't know what's on the other side of that pass. We're going to need food, medicine, transportation. You know, the usual. So what? We tear it down? No way we can tear down this barricade by hand. Zeds would have us for breakfast before we made it 10 feet. Can we blast our way through? What? I'm thinking outside the box. No, I like it. It's got a certain devil-may-care panache. So, what's the plan? I guess we need to find some explosives. Big ones. What about the other survivors? We can't just abandon them and hope they figure out the problem with the water. You're right. Start putting out calls to everyone we know. Tell them to get ready to move. We're all getting out of here. Alter Schwede. Es wird ernst, würde ich sagen.
Wir brauchen großes. Wo ist denn eigentlich mein Auto hin? Achso, das habe ich ja da hinten abgestellt. Wir brauchen großes Badabum. Der stinkt. Vorsicht, weg, weg von dem Kunden, weg von dem Kunden, nur mir juckt die Nase. Oh, mir juckt echt die Nase, Leute. Warte mal ganz kurz, bitte. Boah, das nenne ich mal Virtual Reality hier, ne? Das heißt, wir holen jetzt bitte was zum Knallen, oder wie? Alter, bist du schnell. Ja, das sind die Jungs von der Army. Ich sehe dich nicht. Ah, ich habe deinen Kopf geknackt. Ja, hier. Lass dir schmecken. Mmh, lecker Food. Mmh, Schmacko fast lecker. Okay, genug gemampft. Ich glaube, der rennt hier unseren Captain Nemo hinterher. Jetzt bin ich gerade vorbeigerannt. Gut, die ist weg. Haben wir hier noch einen? Wo ist denn unser amerikanischer Captain Nemo? Oh, was war das für ein Move? Alter Schwede. Du hast auf jeden Fall drauf. Du hast es drauf. Wo müssen wir denn jetzt hin zum Henker nochmal? Hier ist was. Zombie jagt Tobsüchtiger. Das ist aber nicht das, was ich mir gerade so vorstelle. toll. Das heißt auf gut Deutsch, wir sind informiert. Und das war's, oder wie? Soll das jetzt so ein bisschen Lichtblick sein für mich? Oder wie soll ich mir das Ganze vorstellen? Wir klettern hier mal hoch. Ich will mal wissen, was hier so in der Umgebung ist. Oh, ihr seht ja, ist es aktuell niemand auf der Karte mehr zu sehen. Wir wissen, wir brauchen viel Badabum. Wenn wir ein was haben, ist es Badabum. Wir haben genug Transportfahrzeuge. Gut, zu essen. Ne? Dann müssen halt die anderen auch mal bitte mitsuchen. Ja, das kann nicht alles nur an uns liegen. Oh, hier gibt es einiges. Da ist eine große Zombie-Horde auf jeden Fall. Wir bräuchten auf jeden Fall ein Auto oder sowas in der Richtung wieder. Hier. Super Netzqualität. Nicht ein einziger hockt hier drauf. Okay. Oh. Sehe ich von hier, dass es eine Zombie-Horde ist? That's a lot of zombies. Mhm. Dickicht. Das ist gut, dass wir das Dickicht entdeckt haben. Postamt, okay. Tankstelle ist auch ganz gut. Ich suche eigentlich sowas wie... Hier ist ein kleiner Campingplatz. Was haben wir da hinten noch? Ich suche eigentlich irgendwas, wo wir Medikamente und sowas herbekommen. Eine öffentliche Toilette. Da schreit sie sofort, da gibt's was zu holen. Ah! Nein! 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 Ich flipp aus. Wie dumm kann man sein? Wie dumm kann man sein? Jetzt haben wir unseren zweiten Superheld verloren. Normalerweise packen die Leiter an, ne? Normalerweise. No, no, it's fine. Let's get you to the infirmary. Aha, zerrissen werden können wir. Aber aus dem 20. Stock fallen, das können wir nicht. Na super, jetzt habe ich ja hier überhaupt nichts gekonnt davon. Ich hatte jetzt echt überhaupt nichts hier. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir widmen uns mal weiter der Zombiejagd. Nachdem wir immer noch weiter angegriffen werden. Wir haben ein bisschen Medikamente haben wir noch. Das finde ich aber krass, ne? Zerrissen werden. Nö, da ist der Held kaputt. Da ist er kaputt. I got nothing left. Jetzt macht er mal nicht ins Höschen, haut er so eine Wurst hinter und fertig ist hier. Ist ja furchtbar mit dir. Die Fallen sind super. Danke. Hat Markus gebracht. I'll check this out next. You've been pushing yourself like crazy. Come home and get some rest. Wahnsinn, oder? Ich habe ein Talent für den Rotz, das glaubst du gar nicht. Gut, demzufolge gehen wir mal... Nein, wir gehen mal hier rein, gucken hier mal durch. Hier gibt es, glaube ich, wieder was. Bibliothek, können wir da machen hier. Was haben wir denn hier? Das Überlegungsgrund, Bibliothek und 2 Munition zu erhalten. Ich brauche keine Muni.
Medikamentenlabor erforderlich. Aha. Ja, hier, komm. Sollen sie alle belesen, gibt's sie bitte Muni auf dem Freien. Gut. Mal gucken, ob wir unser Auto wieder hinstellen können. Sieht auch nicht so aus. Das ist Kunst. Das gehört so. Ready to go collect some explosives? Come with me. I've got an idea. Now, for Lucky, when the troops pulled out, they left behind anything too heavy to carry. Maybe including artillery shells. If they did, the ammo would be in this warehouse. There's just one problem. Das wäre... Let me guess. Hordes of shrieking, ravenous undead? Congratulations. You're less of a fuck-up than some four-star generals, I know. So, liebe Leutchen. Wir lassen den Kreischer Kreischer sein. Wir sammeln Sprengstoff. Da müssen wir hin. We might have a problem here. What's up? We've been looking through some of the records the army left behind. Looks like before the main force pulled out, a bunch of soldiers got sick. Sounds like the same thing Alan and Pastor Will had. Anyway, they ran out of room in their infirmary, so they started putting the sick anywhere they could find room, including a certain warehouse. The warehouse I'm heading to right now? Yeah, that place is gonna be lousy with zombies. And to think, I actually had hope for this generation. Ja, viele Zombies ist genau das Richtige für uns. Wir haben noch ein paar Kugeln übrig. Außerdem hier viele Zombies, da gibt's Captain Hupe, der klärt das Ganze schon für uns. Es ist eigentlich der effektivste Weg, weil wenn wir hier einmal aussteigen, dann sind wir sowas von schnell platt. Weil erstmal, da kommen 4, 5, 6, 1200 Leute an. Auf einmal. Hungrig. Ganz kurz gucken, wo wir gerade sind. Geradeaus rüber. Alles klar. Ja, genau. Geradeaus rüber. Das haben wir ja aufgesprengt bereits schon. Wir haben aber einen ganz schönen Verschleiß an Autos. Ist es euch mal aufgefallen? Oh, verbindet an Schwierigkeiten. Ich komme nicht nach Hause. Wahnsinn, mit was für Amateuren wir uns hier rumprügeln müssen. Grüßt euch. Findet ihr den Weg nach Hause? Ja, guck mal mein Differential an, ob das immer noch Öl leckt oder ob da das wieder okay ist. Schöne Serpentinstrecke hier, gefällt mir. Wir holen jetzt die Bum-Bum-Muni und dann hauen wir ab aus dem Tal. Das ist echt eine schöne Straße. Hier sind wir, glaube ich, noch nie lang gefahren, kann das sein? Country Roads und so weiter. Kennt ihr den Song mittlerweile? Ich habe halt nur die eine Schallplatte. Tut mir leid. Nix mit YouTube Money und so hier, ne? Ganz vergessen. Ist nicht mehr genug Geld, um dir eine Schallplatte zu kaufen. Gut. Genug rumgeheult. Jetzt schauen wir mal hier im Waffenlager, was jetzt hier eigentlich so abgeht. Kann ich hier irgendwo rinfahren? Habt ihr was ge... Dann kommt mir her, ihr Vögel, ihr Blöden. Gott sei Dank, während der Animation kann uns eigentlich überhaupt nichts passieren. Ja, kriegst dann später wieder Würstchen. Dieses eingesprungene, der eingesprungene... Rüttberger, der ist super. Haben wir noch einen Würstel? Wir haben keine Würstel mehr. Bleib mal hier, ich habe keine Würstel mehr. Na, bisher, das ist doch harmlos. Was ist mit dem hier? Den lassen wir liegen, oder was? Muss schon alles platt machen, wenn wir schon mal hier sind. Und probier möglichst auf dem Weg alle liegen zu lassen. Die mache ich alle platt. Ich habe eine Top-Kondition, wie du weißt. Warum haben wir uns eigentlich hier nicht verschanzt damals? Kann man das auch nochmal erzählen? Kann ich bitte für Bauer Tom was mitnehmen? Weil irgendwann müssen wir den Rotz wieder anbauen. Was ist denn jetzt hier? Hier gibt es irgendwo Muni. Wir müssen sie nur finden. Wo ist denn der Typ jetzt hin?
Militärvorräte. Ah, hier müssen wir jetzt suchen gehen. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Das sieht nach Muni aus. Ein bisschen umgucken, ja. Das Gestöhne macht mich immer ein bisschen... I'll run this home. We'll be ready. Wie soll ich jetzt jedes Mal da hin und her fahren, oder was? Leute, ihr wollt mich doch trollen. Wie oft soll ich denn da hin und her... Habt ihr nicht einen LKW oder sowas hier? Das war jetzt eure Zombie-Horde, die ihr allein, das Militär, nicht platt bekommt. Ja, nee, ist klar, ne? Ich gucke aber echt mal, ob ich irgendwas Fahrbares finde. Hier gibt es jede Menge Zeug zum Klauen. Gutes Mann, das ist ein komplettes Lager. Weg mit dir! Ja, guckt es euch an. Hier stehen ja Paletten und der LKWs rum. Ne, wir sollten echt zu, dass wir uns hier verkrümeln, liebe Leutchen. Weil ansonsten kann das ganz schnell ganz böse enden. Kennt ihr noch den Polizeiwagen? Den haben wir da auch mal voll... Oh mein Gott. Und mir juckt die Nase schon wieder. Das ist doch nicht normal, oder? Ah, ich soll das hier jetzt wieder abgeben. Wartet mal, ich fahre mit dem Auto lieber. Ging nicht anders. Musste man so machen. Hier hinten, da kommt einer angespecht. Könnt ihr mir den vielleicht mal abnehmen oder so? Das ist einer von euren Jungs. Mit denen habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ei, hast du denn einen Happenhelm? Wahnsinn. Ey, das ist doch nicht... Das ist doch nicht euer Ernst jetzt, oder? Anders kriegen wir das sowieso nicht hin. So, ich muss mal gucken, ob ich den irgendwo wegbekomme. Das ist jetzt der atemberaubend blöde Moment, wo richtig viele kommen. Da muss ich aber ehrlich sagen, warum hilft mir hier das Militär überhaupt nicht? Können wir das mal erklären? So, überhaupt nicht. Also gar nicht. So, epische Musik vorbei. Frau 1, Zombies 0. Wie immer. So, hier. Nee, oder? What's up? Sure. We might actually unfuck ourselves at this rate. Jetzt fängt der Spaß erst an. Kann ich vielleicht die Muni? Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. Wartet mal. Kann ich die Muni vielleicht irgendwie loswerden? Na komm, auf geht's. Nichts leichter als das. Ich hätte ein paar Brandsitzen mitnehmen müssen. That's it, I'm out. Ich bin mal wieder super vorbereitet. Massenschlägerei von der Disco hier. Ah, da ist doch ganz böser. Auf den müssen wir aufpassen. Auf den müssen wir aufpassen. Hallo. Der Kreischer muss weg. Boah, Massenkloppe hier. Massenkloppe. Dann lass mich los. Ich knutsch da nicht mehr jeden rum hier. Wo ist der Kreischer? Wo ist der Kreischer zum Henker? Komm schon. Ich vermisse Markus. Der hatte so viel Ausdauer. Der ist auch weg. Komm, ich will bloß alles niederknüppeln, was auf dem Boden liegt irgendwie. Geht doch, liebe Leutchen. Geht doch, liebe Leutchen. Kurz erholen. Da ist einer auf dem Klo eingesperrt. Alter Schwede, hier geht's ab.
alles, was am Boden liegt, muss also niedergeknüppelt werden hier. Bei jeder Zombie, nur ein toter Zombie ist ein guter Zombie. Gibt's überhaupt schlechte? Die ist total alle. Die ist total alle. Mehr Medikamente in den Korb. Na super. Da kommen wir also nicht rein. Wo rennt denn der jetzt schon wieder hin? Okay, Leute, pass mal auf. Wir gehen jetzt hier rein. Nö. Da stehen sie neben mir und glotzen mich an. Party incoming. Die ist total am Ende. Die ist sowas von am Ende. Hier, da stehen sie jetzt neben mir und gucken zu, wie eine Frau geschlagen wird. Hier, was ist denn das? Schaffen wir es? Schaffen wir es? Danke. Weiter. Da müssen wir irgendwie rein. Die ist alles andere als erholt. Oh, die epische Musik lässt nach. Wir müssen irgendwie hier rein. Fragt sich halt nur wo. Hätten wir drauf schießen können, denke ich mal. Das sieht aus, als hätten wir hier eine Tür. Können wir hier rein? Nein, ist noch eine Tür, ist noch eine Textur. Es sind aber einige Viecher dahinter hier. Ihr seht es ja schon. Die glitschen so ein bisschen hier rum, ne? Insofern gehe ich mal davon aus, dass das auch was eine Textur ist. Wie kommen wir zum Geier in das Gelände rein? Super. Jetzt bin ich einmal drum rumgelaufen. Jetzt sind wir wieder außen. Bitte? Ja, ich bin ein bisschen erschöpft. Das wusste man selber schon. Wie kommen wir hier rein? Ah, wartet mal. Ne, hier kommen wir auch nicht rüber. Ne, hier kommen wir nicht rüber. Das kann ja nicht sein, oder? Ich glaube, der Trick ist ja echt zwischen den Containern. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Oh, da wacht was Großes drin. Nein, nicht er. Nicht er, bitteschön. Ich muss die Jungs bitte was machen lassen. Kommt schon, Leute, ihr müsst mit. Oh, das ist ein richtig großer. Da stehen sie daneben und lassen sich verkloppen. Ey, ich wäre bescheuert. Echt, ich wäre sowas von. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Der Große muss weg. Leute, ich brauche dringendst Medizin oder irgendwas in diese Richtung. Doch hier gibt es nichts. Was macht ihr hier draußen? Kämpfen. Scheiße. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir richtig ein Problem. Ich habe nichts mehr zu essen. Das Militär hilft mir kein bisschen. Wir sind scheiße vorbereitet. Das ist scheiße. Man kann nicht mitten in den Krieg gehen. Gut, die halten aber, wie es aussieht, utopisch viel aus. Jawoll. Oh, liebe Leutchen, hier soll es angeblich Muni geben, sagen sie uns. Wir brauchen Muni. Ich schieße den ganzen Laden jetzt hier zusammen. Aus dem Weg. Hör auf zu husten, ansonsten fängst du auch gleich noch eine Kugel hier. Kenne ich nix. So, durchsuchen. Also, aufbrechen.
Aufbrechen. Okay. Ist es genau die richtige Muni? Das ist die richtige Muni. Okay. Demzufolge, ist das Ding jetzt sauber? And here we go. Open Sesame. Mei, dann... Ich hasse die Kunden. Wie kann man nur so dumm sein, echt? Ach, jetzt helfen wir wieder mal ein bisschen. Entschuldigung, dass ich euch angeschossen habe. War keine Absicht, liebe Leutchen. War keine Absicht. So. Ich glaube, hier hinten ist dann dieser welcher. Ne, hier ist der Greicher noch. Jawoll! Bingo. That's exactly what we need. Roger that. I'll take care of these. You go make sure you and your people are all stocked up and ready to blow this shit stand. Der Jason ist traurig. Oh, wir müssen nach Hause fahren. Ich würde sogar hier bleiben. Was sagen wir da so? Jason, du kannst gern hier bleiben, habe ich nichts dagegen. Aber wir sehen jetzt zu, dass wir hier rauskommen. Und das schneller als wie die Polizei erlaubt. Gut, dass wir das Militär 3-4 Kugeln ins Gesicht geballert haben. Ich meine, das werden sie uns verzeihen, oder? Ist ja nichts passiert. Okay, so ganz sauber ist das Ding hier noch immer nicht. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas finden, dass wir hier vielleicht irgendwie... Okay, da stöhnt sich einer einen ab. Wir müssen auf jeden Fall... Kann ruhig das Militär machen. Ich bin gerade ein bisschen leiser. Schaffen wir es? Da braucht man einen Stock. Things are getting pretty hairy out there. Do what you can. Mal Militärhubschrauber. Ich stell mal vor, wir könnten sowas fahren. So, liebe Leute, wir fahren jetzt ganz schnell zurück. Ich möchte einfach wissen, dass Maya in Sicherheit ist. Das machen wir jetzt noch. Und ich würde mal sagen, das nächste Mal, also dann nächste Woche, machen wir uns auf den Weg, aber mit einem anderen. Weil Maya ist echt fertig. Und ich will sie nicht riskieren. Ne? Die ist schon mal aus dem 84. Stock runtergefallen. Was zur Hölle? Bin ich denn jetzt? Achso, man kann nicht drum rumfahren, alles klar. Ich dachte schon hier, wir sind am Ende der Welt angekommen oder so. Ups, das wollte ich nicht, das wollte ich eigentlich. Grüßt euch. Gut, nee, ich fahre jetzt mit ihr nach Hause, weil wir hatten ja schon mal so Situationen, ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern, wo wir hier, gut, den Weg müssen wir rechts rein. Wo es dann immer so halbe Ohnmachtsanfälle hinterm Steuer hatte. Und bevor ich noch so eine Karre ins Nirvana ballere hier. Weil die ganze Strecke nach Hause laufen, mit der Kondition und dem Rucksack noch hinten drauf, das kannst du vergessen. Ihr seht ja hier, was des Nächtens unterwegs ist. Die ganzen Disco-Besucher gehen nach Hause. Alles so Alkohol-Zombies hier, die ihre Grenzen nicht kennen. Sich gnadenloses Hirn wegsaufen. Furchtbar sowas. Furchtbar sowas, habe ich kein Verständnis dafür. So, die Folge war wieder mal ein bisschen länger. Aber ich würde mal sagen, wir haben heute richtig was geschafft. Zumindest haben wir einen ganz guten Grundstein gelegt. Ich denke mal, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Hasen streicheln, ein paar Hähne melken und dann, ja, dann geht's fast nach Hause. Nach Hause, unsere neue Heimat. Wo auch immer sie sein mag. Aber ich denke mal, überall ist es schöner als hier. Weil irgendwann gibt's nämlich auch nichts mehr zu plündern. Das ist nämlich auch, irgendwann hast du ein Problem in der Zombie-Apokalypse, ne? Weil es wird ja nichts produziert. Es ist ja nicht so, als ob irgendwie Haarmilch produziert wird oder Zahnbürsten. Da liegt ja alles brach. I need a breather. Na, du hast es gleich geschafft. Du hast es gleich geschafft. Ich bin stolz auf dich. Du hast super gekämpft. Ne, Leute, hier, kleinen Applaus. Komm, kleinen Applaus für die Maya. Die hat super gekämpft. How's it going? I'm almost there. Eigentlich brauchen wir gar nichts, aber naja. Things are getting pretty hairy out there.
hurry. Ja, ja, ich beeil mich total. Während ihr hier Falten euch in den Arsch setzt, ne, riskieren wir da draußen unser Leben, liebe Leutchen. There you go. Don't say I never gave you anything. Hmm, what you got? Oh, you know. Paar Nägel, kannst du essen. Oder dir einen Kopf hauen oder was auch immer. Gut, liebe Leutchen, ich würde mal sagen, ich klinge mich jetzt aus an dieser Stelle. Wie immer, wenn dir diese Folge ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen Spaß gemacht hat, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und natürlich auch würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt State of Decay. Kommt der große Bumm oder nicht? Wir werden es sehen. Aber erstmal lassen wir Maya wohlverdient ihre Pause und renn einfach das nächste Mal mit irgendeinem anderen Vogel durch die Gegend, ne? Weil ein bisschen was zu essen brauchen wir noch, ein bisschen Medizin brauchen wir vielleicht auch noch. Und dann werden wir mal sehen, was wir für uns parat halten. Also, ich bin raus. Ciao, ciao. Euer Tom.